Edeltraud Herrmann sammelt Pfandflaschen aus dem Berliner Stadtmüll. Eine Arbeit, mit der sich immer mehr Alte in Deutschland ihren Lebensunterhalt sichern. Die ehemalige Krankenschwester ist 69 Jahre alt und Rentnerin. Ein entspanntes Rentnerleben existiert für Edeltraud Herrmann nicht. Die gesammelten Flaschen gibt sie gegen Pfandgeld in einem kleinen Lebensmittelladen in Berlin-Mitte ab. Hier kennt man sie. Ein 10-stündiger Arbeitstag geht für die Rentnerin zu Ende. Einer von 7 pro Woche, das ganze Jahr über. Es ist eine sehr, sehr schwere Arbeit. Dieses Heranschaffen und auch das Wegbringen und unterwegs auch den Stress, den man hat, es macht keine Freude. Es macht man eben nur, weil man das noch braucht, das Geld. Ich brauche es sehr, sehr dringend, ja. Es reicht nicht vor und nicht zurück. Aber es muss eben. Das Leben muss eben weitergehen. Ich muss es eben so nehmen, wie es ist, aber es fällt ein schwer. An guten Tagen im Sommer schafft es Edeltraud Herrmann, bis zu 40 Flaschen zu sammeln. Das bringt etwa 20 Euro pro Woche ein. In den Wintermonaten ist es oft nur die Hälfte. 68. Einkäufe in diesem kleinen Laden sind für die Rentnerin undenkbar. Die Preise hier sind für sie viel zu hoch. Dass wir Menschen haben, die ein Leben lang gearbeitet haben und altersarm sind. Das ist ein neues Problem. Und wenn das massenhaft auftritt, dass sie 40-50% der erwerbstätigen Bevölkerung prognostisch in die Armut schicken können, jetzt schon, dann ist es schon ein echtes politisches Problem. Aber wie konnte Altersarmut in den wohlhabenden westlichen Industrieländern überhaupt zur Bedrohung werden? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, vergleicht dazu weltweit 33 hochentwickelte Mitgliedstaaten. Es gibt den einen großen Trend natürlich Alterung. Es gibt in allen Ländern das Problem, zu unterschiedlichen Zeiten wird das Problem der Alterung auftauchen, aber kein einziges OECD-Land wird dem Alterungsprozess entrinnen. Die Demografie ist einer der wichtigsten Punkte in der Diskussion. Es ist aber nicht die Generation, die jetzt in ihren 40ern ist, sondern die Generation, die jetzt in ihren 60ern ist, die sich als problematischste Generation nach dem Krieg geboren wurde, als es den sogenannten Babyboom gab. Und wenn diese Generation nun bald in Rente geht, dann gerät die Balance zwischen der arbeitenden Bevölkerung und denjenigen, die in Rente gehen, in Schieflage. Immer mehr alte Menschen müssen durch immer weniger junge Menschen in der Rente finanziert werden. 2030 ist in Deutschland fast jeder Dritte über 65 Jahre alt und lebt 7 bis 8 Jahre länger als die Menschen heute. Das setzt das staatliche Rentensystem enorm unter Druck. Durch die demografische Schieflage gerät der sogenannte Generationenvertrag ins Wanken. Er bedeutet, dass die jeweils aktuelle Beitragszahlergeneration die aktuelle Rentnergeneration finanziert. Aus diesem Generationenvertrag ist das Umlageverfahren abgeleitet, auf dem das deutsche Rentensystem basiert. Alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und ihre Arbeitgeber zahlen zu gleichen Teilen zusammen 19,9% des Bruttolohnes in die Rentenkasse ein. Das eingezahlte Geld fließt unmittelbar in die aktuellen Rentenzahlungen. Rücklagen werden keine gebildet. Mit seinen Beiträgen in die Rentenkasse erwirbt der Arbeitnehmer einen Anspruch auf die eigene Rente,
der in den sogenannten Entgeltpunkten festgehalten wird. Der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm hatte in Bezug auf das deutsche Rentensystem 1986 einen legendären Auftritt. Und es gilt auch der Satz, so mitschreiben, die Rente ist sicher. Er hat völlig recht gehabt, dass die Zusagen der Rentenversicherung sicher sind. Er hat überhaupt nicht recht gehabt, bei dem, dass er den Menschen suggeriert, damit wäre ihr Lebensstandard zu sichern. Und nicht nur er, haben diese Chimäre aufrechterhalten, die Sozialversicherungsrente alleine sichere den Lebensstandard. Der Ausspruch von Norbert Blüm, die Rente ist sicher, hat sicherlich auch einen gewissen wahren Kern. In der Hinsicht, dass ich Rentenpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung erwerbe, die später mit einem aktuellen Rentenwert, also im echten Eurobetrag, bewertet werden. Faktisch ist es aber so, dass ich eben nur Punkte erwerbe und der Staat später diesen Rentenwert variieren kann. Sicher ist dementsprechend nur der Punktwert. Wie so viele Rentner ihrer Generation hat sich auch Edeltraud Herrmann auf ihre gesetzliche Rente verlassen. Sie war sich sicher, nach 37 Beitragsjahren einen Ruhestand ohne existenzielle Sorgen erleben zu dürfen. Das Gegenteil ist heute der Fall. In der Reportage des Berliner Fotografen Christian Jungeblot ist sie ein Beispiel für sein Thema: Altersarmut in Berlin. Für die ausgebildete Säuglingskrankenschwester ist das Sammeln von Pfandflaschen unverzichtbar, um als Rentnerin über die Runden zu kommen. Edeltraud Herrmann musste schon einige Krisen überstehen. Ihr letzter Arbeitgeber, eine Zahnklinik, ging 1995 in Insolvenz und sie damit in die Arbeitslosigkeit. Es folgte die Frührente mit allen finanziellen Abschlägen. Sie hat zwei Krebserkrankungen und einen Herzinfarkt überlebt. Aktuell plagt sie ein Kreuzbandriss, aber eine Operation kann sie sich nicht leisten. Sie haben das ganze Leben gearbeitet und jetzt müssen Sie mit so einer kleinen Rente rauskommen und noch Flaschen sammeln dazu. Wie fühlt sich das an? Ich bin sehr unglücklich über dieses ganze System. Man kommt sich so vor wie ein bisschen in eine Schublade geschoben und man hat nichts im Leben. Man hat keine Vorteile, man hat nicht dies und nicht jenes. Und das tut einem ein bisschen sehr weh, ja. Ich meine, es ist ja nicht schön, wenn man sich so abquälen muss. Und es ist nicht gerade eine leichte Tätigkeit. Eine nicht zumutbare für Frauen. Manchmal würde ich sagen, das ist nicht zumutbar, aber man macht das. Man macht es aus einer puren Not. Die Babyboom-Generation ist schon in gewisser Weise in der Rente von Altersarmut bedroht, wenn wir nicht einige der Parameter in den Rentensystemen ändern. Die verschiedenen Mitgliedstaaten müssen darauf aber unterschiedlich reagieren. Die Bundesrepublik Deutschland hat als eines der ersten Länder in Europa reagiert und ihr staatliches Rentensystem reformiert. Das Ergebnis ist der Anstieg der Lebensarbeitszeit. Wir haben in Deutschland mit einer großen Kraftanstrengung das auf 67 erhöht, das gesetzliche Renteneintrittsalter. Das faktische steigt auch langsam durch einige Maßnahmen Richtung 63 Jahren. Und das ist eine zweite wichtige Stellschraube. Und die dritte ist, und das ist auch die Wahrheit, dass man der jungen Generation auch ehrlich sagt, dass sie für höhere Beiträge am Ende auch geringere Renten als die heutige Rentengeneration bekommen wird. Dass da also durchaus auch die Ansprüche werden sinken müssen. Rente ab 67 ist nichts weiter als eine versteckte Rentenkürzung. Wir wissen die Zahlen, nur jeder zweite Betrieb ist überhaupt noch bereit, jemand über 50 einzustellen. Die Zahl der Rentnerinnen, die wirklich bis 65 in einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeitverhältnis sind, ist verschwindend gering.